Wir sind auf der Geflügeltour in verschiedenen Innenstädten Deutschlands unterwegs, um mit den Menschen darüber zu sprechen, was sich eigentlich hinter dem Osterei verbirgt und wie das Geflügel in Deutschland gehalten wird. Um das zu erklären, haben wir verschiedene Materialien aus der Geflügelhaltung mitgebracht. Das ist zum Beispiel das Nest, wo die Hühner ihre Eier drin legen. Aber wir haben auch verschiedene Einstreumöglichkeiten aus der Geflügelhaltung mit dabei. Oder aber auch Beschäftigungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel diese Hose, die in der Putenhaltung eingesetzt wird. Die Objekte sind sogenannte Trigger Points. Das heißt, wenn man mit dem Tablet auf die Sachen draufschaut, starten Videos und geben Einblicke in die Geflügelhaltung und zeigen in 360-Grad-Videos, wie und warum diese Sachen in der Geflügelhaltung eingesetzt werden.